Die folgenden drei Aspekte solltest du kennen, um als Frau deine Wunschteilnehmer zu finden. Herzlich willkommen bei meinem Mini-Training. Mein Name ist Katrin Riediger und als Mindset-Coachin und Business-Mentorin unterstütze ich zumeist Einzelunternehmerinnen, sowohl im Haupt- als auch im Nebenberuf darin, sich zu positionieren und erfolgsverhindernde Blockaden und Überzeugungen hinter sich zu lassen. Durch diese Zusammenarbeit können Sie immer selbstbewusster Ihre Berufung zu einem tragfähigen und erfolgreichen Business ausbauen. Die Frauen erhalten von mir eine einmalige Kombination aus Mindset-Coaching, Positionierung und Unterstützung im Webinar-Marketing. Bei sehr vielen Frauen stelle ich immer wieder fest, dass ihnen vor allem eines fehlt. Die Klarheit. Die Klarheit darüber, wohin sie wollen, was sie erreichen möchten oder auch mit wem sie zusammenarbeiten möchten. Und darum soll es in diesem Video gehen. Fragst du dich, warum dein Webinar keine Teilnehmer hat? Wie du ganz smart zu deinem idealen Teilnehmer kommst? Oder wie du deine Wunschteilnehmer anziehst, um endlich mit deinem Business durchstarten zu können. Um diese Dinge soll es in diesem Video ganz konkret gehen. Warum du deine Zielgruppe und Nische vorher definieren solltest. Warum das so wichtig ist, um Teilnehmer für dein Webinar gewinnen zu können. Und wie du am besten vorgehst, damit diese dann auch tatsächlich am Webinar teilnehmen. In meiner nun 16-jährigen Selbstständigkeit habe ich es lernen dürfen. Ja, wenn ich innen in meinem Unterbewusstsein nicht okay bin, dann kann das außen nicht gelingen. Gas geben in unserem Business können wir erst, wenn wir eine gute Vorarbeit im Innen und Außen geleistet haben. Seit Anfang 2018 bin ich Mindset-Coachin und Business-Mentorin. Und mit großer Leidenschaft und unermüdlichem Einsatz unterstütze ich seitdem selbstständige Frauen. Letztes Jahr habe ich während des ersten Lockdowns gekündigt und bin seitdem hauptberuflich selbstständig. Habe es keine Minute bereut. Nach meinen langjährigen Erfahrungen als Leiterin und Gründerin im Unternehmerinnennetzwerk NURMO war es einfach logisch. Heute biete ich also Coachings an für selbstständige Frauen, um sich darin zu unterstützen, sich mit ihrer Persönlichkeit weiterzuentwickeln und sich gleichzeitig mit meinem Easy Business Tuning erfolgreich zu positionieren. Nochmal kurz zu mir zurück, damit du weißt, dass ich keine blutige Anfängerin mehr bin, sondern nun geschickt all meine Talente und all mein Wissen zu einem großen Ganzen verbinden kann. Alle Puzzleteile fügen sich nun zusammen und ich kann nun anderen Frauen dazu verhelfen, dorthin zu kommen, wo sie hinwollen. Dadurch, dass ich schon seit 2006 selbstständig bin mit der Firma Webdesign Riediger, spezialisiert bin auf Webinar, Video- und E-Mail-Marketing, kann ich das wunderbar verbinden mit der Ausbildung zum Coach for the Work, ja, wo es darum geht, mit Mindset-Coaching die Frauen dahin zu bringen, ihre Blockaden aufzulösen und mit dem Business-Coach ihnen noch zusätzliche Tools an die Hand zu geben, ja, erfolgreich zu werden mit dem, was sie tun. Zusätzlich habe ich mich darauf spezialisiert, als Webinaris-Business-Partnerin den Frauen auch beim Webinar-Marketing unter die Arme greifen zu können. Ich liebe es einfach, Dinge zu automatisieren, um einfach mehr Zeit und Muße für die anderen schönen Dinge außer Arbeit natürlich im Leben zu haben. Aus meinen eigenen Erfahrungen ist meine Easy-Business-Strategie entstanden, die ich mit den Frauen in einem ausgereiften Mentoring-Programm umsetze, sodass auch sie aus ihrem Kopfgefängnis aussteigen können und sich bestens auf dem Markt positionieren. Diese Strategie verhalf auch mir, ja, zu einem neuen Leben.
Heute lebe ich auf einem traumhaften Bauernhof dort in Oberbayern, wo andere Urlaub machen. Habe mir das jetzt so gestaltet, mein neues Leben. Täglich sehe ich die Berge und bin verbunden mit der Natur. Und hier kann ich endlich mein Leben in Freiheit und Unabhängigkeit genießen. Das war immer mein Ziel, da wollte ich hin. Außerdem fahre ich noch gern Motorrad. Auch da habe ich natürlich das Easy Rider Feeling ständig um die Nase und tanze Salsa. Hoffentlich bald mal wieder. Letztes Jahr war ich viel unterwegs, digital natürlich, und habe zahlreiche Webinare für die Frauen abgehalten zu den verschiedensten Themen und habe damit meine ganz eigene Marktforschung betrieben. Meine Erfahrungen aus dem letzten Jahr will ich euch nicht vorenthalten. Ich habe festgestellt, die größten Baustellen der Frauen, sie haben keinen Plan, keine Strategie für die Kundengewinnung. Sie haben große Unsicherheiten, sich im Internet zu zeigen. Sie haben Schwierigkeiten mit Social Media und der Digitalisierung. Immer diese Technik bekomme ich ganz oft zu hören. Und sie haben oft keine Vorstellung davon, wer ihre Zielgruppe ist, mit wem sie überhaupt arbeiten wollen, ja, wo sie den größten Mehrwert schaffen können. Und deswegen schauen wir uns mal an, warum denn die Nische so wichtig ist. Da haben wir dann zum einen erstmal den Bauchladen, ein Riesenportfolio, viele Tools, Wissen, Ressourcen, mit denen ich nach draußen gehe, Produkte. Und kein Mensch kennt sich mehr aus. Also das Wichtigste ist erstmal, diesen Bauchladen loszuwerden und mit einem Angebot rauszugehen und eine Zielgruppe damit anzusprechen. Und damit habe ich den Fuß schon in der Türe. Dadurch kann ich auch die Ansprache abstimmen auf meine Nische. Mit Senioren spreche ich ganz anders als mit Jugendlichen oder mit 30-Jährigen, 40-Jährigen. Das muss klar sein, mit wem spreche ich hier und werde ich dann auch verstanden. Die Nische ist so wichtig, weil ich dann weniger Konkurrenz habe. Dann mache ich nicht mehr was, was alle anderen auch machen. Als Coach bin ich draußen unterwegs, da stellt sich jeder was anderes vor. Ja, bist du Personal Trainer, machst du Sport, bist du mit Mindset unterwegs, was bietest du überhaupt an, welche Probleme löst du? Wenn ich mich nicht ganz klar positioniere, bin ich nicht greifbar. Ja, die Nische macht mich dann auch einzigartig. Ich habe ein USP, etwas, was mich merkwürdig macht, mich auszeichnet. Und das behalten sich dann die Leute. Damit mache ich mich sichtbar, bin ich begreifbar. Diesen Platz besetze ich dann nur mit wenigen oder im besten Fall alleine. Durch die Nische und dadurch, dass ich das auch ganz klar definiere, verstehen die Interessenten sofort, was ich da mache. Ja, sie fühlen sich angesprochen und dann interessieren sie sich auch. Ja, das ist ja genau das, was ich suche. Das ist ja genau die Lösung, die ich für mein Problem brauche. Was passiert aber, wenn die Nische nicht klar ist? Ja, dann gibt es keinen Fokus. Dann besteht die Gefahr der Verzettelung. Ja, hier mal was ausprobieren, da mal was auf den Markt werfen, hier mal eine Geschichte anfangen, was ausprobieren, mehreres gleichzeitig laufen lassen. Da sollten wir schauen, dass wir wirklich einen Fokus haben und uns ganz klar auf die eine Zielgruppe konzentrieren und uns ganz klar positionieren. Dann stimmt auch die Kommunikation. Sonst wird das ganz unklar. Ja, der Interessent fühlt sich nicht angesprochen. Der Mehrwert ist nicht erkennbar. Die Sachen, die für Senioren interessant sind, sind es für Jugendliche wahrscheinlich eher nicht. Ja, denen gehen noch nicht die Haare aus, die haben noch nicht diese Probleme, die körperlichen Probleme. Und darauf beziehe ich mich dann auch in der Kommunikation, genau auf diese Sachen, die meine Zielgruppe bewegt. Wenn ich mich darauf konzentriere, dann kann ich es erreichen, mich als Experte, als Expertin zu positionieren.
Und was passiert, wenn ich mich als Expertin positioniere? Da kann ich Vertrauen aufbauen. Tue ich es nicht, wird es schwierig, Kunden zu finden, weil das Vertrauen erstmal fehlt. Es wird schwierig, Kunden zu finden, weil die Sogwirkung nicht da ist. Ja, die kommen dann auch nicht ins Webinar, wenn sie nicht ganz klar wissen, was sie dort erwartet. Wie kommen wir also zu den Wunschteilnehmern im Webinar? Und was heißt eigentlich Wunschkunde? Ein Wunschkunde ist die Festlegung deines persönlichen Traumkunden. Mach dir ganz detaillierte Gedanken, wie dein Kunde sein soll, mit welchen Kunden du gern zusammenarbeiten willst. Was macht deinen Lieblingskunden, deine Lieblingskundin aus? Wie sieht sie aus oder er? Was macht ihn aus? Mit all diesen Angaben erstellst du einen fiktiven Kundenavatar als Vorlage. Da kommen wir gleich noch drauf. Es bewährt sich sehr, mit diesen Kundenavataren zu arbeiten, denn da geht es darum, seinen Traumkunden so detailliert und genau auszumalen, wie du kannst. Die Positionierung wird sehr stark von der Definition dieses Kundenavatars abhängen. Und deshalb ist es so enorm wichtig, sich umfassend mit dieser Aufgabe zu beschäftigen. Machen wir auch gleich. Je genauer und klarer du dein Bild von deinem Wunschkunden entwickelst, desto wirkungsvoller und überzeugender wirst du später das Marketing und die Kommunikation aufstellen können, sodass du jederzeit eine Sogwirkung auf dein Angebot entwickeln kannst. Wie kannst du denn so eine Sogwirkung herstellen? Dafür braucht es zwei Schritte. Finde deine Nische und stimme deine gesamte Kommunikation darauf ab. Da bin ich ja schon ein bisschen drauf eingegangen und das schauen wir uns jetzt nochmal ganz genau an. Wie finde ich denn nun die Nische? Wir müssen sie erst einmal entwickeln. Vielleicht machst du hier an dieser Stelle auch ein paar Notizen und kannst dann im Anschluss des Videos dann schon gleich deine Nische erarbeiten. Worum geht es also bei der Nische? Um das Identifizieren einer spezifischen Zielgruppe. Wer ist denn mein idealer Kunde? Mit wem will ich arbeiten? Was ist sein größtes Problem, seine größte Herausforderung? Das müssen wir tatsächlich recherchieren. Da gebe ich gleich auch noch einen Tipp dazu. Und was ist meine Lösung? Ich kann die Lösung ja erst dann entwickeln, wenn ich weiß, was meine Zielgruppe für Probleme hat. Das kommt also ganz am Schluss. Um mal so ein Beispiel für eine Nische zu geben. Hier auf dem Bild seht ihr es schon, ich habe jetzt mal die Senioren ausgewählt. Und die sind ein Riesenmarkt. Wenn du dich mit Senioren befasst, dann bist du einer hohen Konkurrenz ausgesetzt. Ja, der Markt ist sehr übersättigt. Und eine individuelle Preisgestaltung ist auch nicht möglich, weil es so viele ähnliche Coaches gibt, die ähnliche Dinge anbieten. Besser wäre in dem Fall, sich ganz genau zu überlegen, was ist das Spezifische an meiner Zielgruppe? Ja, hier ein Beispiel. Zum Beispiel Senioren mit Mobilitätseinschränkungen, die nach einer passenden Therapie für Rückenbeschwerden suchen. Also das ist schon sehr konkret. Aber hier fühlen sich natürlich die Senioren auch angesprochen, die die Rückenschmerzen haben und die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Ja, Rollifahrer zum Beispiel. Ja, hier sei so konkret wie möglich. Du solltest hier auch immer beim Bedarf bleiben. Also das größte Problem ist vorher zu recherchieren, weil sonst geht das schief. Ich habe jetzt aus dem Ärmel mir irgendein Beispiel geschüttelt. Ich habe aber keine Ahnung, ob es tatsächlich da einen Bedarf gibt. Ja. Das gilt es erstmal zu recherchieren. Wenn wir meinen, dass es solche Probleme bei dieser Zielgruppe gibt, dann wird es wahrscheinlich schief gehen. Und welche Personengruppen kommen denn da in Frage? Schau mal, welche Branchen und Nischen kennst du denn schon? Wo fühlst du dich zu Hause? In welchen Branchen hast du selbst schon gearbeitet? Wo kennst du dich richtig gut aus? Wo weißt du, wie die Menschen ticken? Ja, wie sie
über was sie nachdenken. Oder schau mal, welche Menschen kommen denn sowieso schon zu dir? Meistens ist es ja so, dass wir schon etwas Bestimmtes ausstrahlen oder die Menschen in unserer Umgebung wissen, dass wir zu diesem Punkt wirklich schon Lösungen anbieten können. Und dann schauen wir einfach, aha, mit denen und denen habe ich zu tun, was haben die denn alle so gemeinsam und überlegen uns das dann. Mit welchen Personengruppen habe ich die meiste Erfahrung oder was haben diese für Herausforderungen, Wünsche oder Bedürfnisse? Und das gilt es alles gut zu recherchieren. Ja, das kannst du so machen, dass du zum Beispiel Blogs findest oder bei Social Media Gruppen eruierst, bei Facebook, bei Xing oder auch bei LinkedIn und in diese Gruppen mal reingehst und das sind Gruppen, die deiner Nische entsprechen. Ja, und du schaust dir da die Kommentare an. Was sagen denn diese Menschen in deiner Nische? Worüber sprechen sie? Was ist ihr Schmerz, ihre Nöte? Und dann entwickelst du dann dafür die Lösung. Und aus der Lösung entsteht dann später dein Angebot. Hier habe ich das mal grafisch dargestellt, was deine Nische denn ausmacht. Unten habe ich es jetzt nochmal hingeschrieben. Senioren mit Mobilitätseinschränkungen, denen du mit deiner Therapie zeigst, wie sie zum Beispiel in 4 Wochen ihre Rückenbeschwerden loswerden, um mehr Lebensqualität zu erhalten. Und wo wird es jetzt eingeordnet? Ich schaue mir also erstmal die Personengruppen an, die ich bereits kenne und die ich mag, mit denen ich zusammenarbeiten möchte. Das sind die Senioren. Ja, und die haben aber eine ganz spezifische Geschichte, nämlich die Mobilitätseinschränkung. Mit denen möchte ich in Zukunft etwas tun. Dann schaue ich nach, was haben die für Wünsche, für Herausforderungen? Ja, die haben einmal die Rückenschmerzen und sie möchten mehr Lebensqualität dadurch. Ohne Schmerzen generiere ich mehr Lebensqualität. Dann gucke ich mir an, was habe ich für Fähigkeiten, für Talente oder eventuell muss ich auch noch was lernen, dann mache ich das. Aber ich entwickle dann eine ganz spezielle Therapie und ich lege fest, dass sie zum Beispiel 4 Wochen dauert. Wenn sie über einen gewissen Zeitraum geht, der Mensch kommt dann nicht nur für 1-2 Sitzungen, sondern über einen bestimmten Zeitraum, kann ich natürlich auch einen ganz anderen Preis festlegen. Und das, was alle drei Kreise jetzt vereint, das ist meine Nische. Und so können wir unsere Nische erarbeiten. Also erstmal mit der Personengruppe anfangen, mit den Wünschen und den Herausforderungen weitermachen und dann schauen, was kann ich tun, um diese Probleme zu lösen. Umso schärfer deine Positionierung ist, desto eher wirst du Interessenten generieren, weil sich diese Gruppe verstanden und abgeholt fühlt. Ja, du positionierst dich im gleichen Zug für diesen Bereich, für diese Menschen als Experte, als Expertin. Die Ansprache gelingt am besten, wenn du genau weißt, mit wem du zu tun haben willst. Ja, dann kannst du ein Bild entstehen lassen. Wenn du einen Text für die Webseite, Social Media oder E-Mail entwickelst, dann stellst du dir eben genau diese Person vor. Dann gelingt die Ansprache und der Interessent, die Interessentin fühlen sich verstanden und abgeholt. Das Erstellen eines Avatars hilft dir dabei, die Zielgruppe besser zu definieren. Wo fangen wir denn da an? Wir schauen erstmal, ja, männlich, weiblich, mit was kann ich besser arbeiten? Wo habe ich denn auch schon mehr Zugang, eher zu den Frauen, zu den Männern? Dann schaue ich mir an, welchen Beruf ist diese Person, in welcher Branche? Die Senioren sind im Ruhestand, ja, dass ich das ganz genau definiere. Die haben ja schon genug Geld eventuell auch erwirtschaftet, haben eine Kaufkraft, haben Zeit, sich um sich zu kümmern, um eine Therapie zu machen. Guck da ganz genau, wo die Menschen auch sich gerade in ihrem Lebensabschnitt befinden. Was haben sie für eine finanzielle Situation? Der Familienstand kann wichtig sein. Wenn ich mit Frauen arbeite und ihr Business aufbauen möchte,
dann ist es vielleicht gar nicht so gut, dass sie noch vier kleine Kinder hat. Dann arbeite ich vielleicht besser mit den Frauen, wo die Kinder schon aus dem Haus sind. Mit welchem Alter beschäftige ich mich? Ja, sind es dann tatsächlich die Jugendlichen, die Middle-aged oder die Senioren? Was haben die für Wünsche? Was haben sie für Ziele? Und vor allem, was haben sie für Ängste, für Probleme? Was für Mangel haben sie? Welche Interessen hat mein Wunschkunde? Das ist wichtig zu wissen, um herauszufinden, wo ich meine Wunschkunden finden kann. In welchen Foren halten sie sich auf? In welchen Gruppen, auf welchen Social-Media-Kanälen kann ich die finden? Wo kann ich sie ansprechen? Die Senioren werden eher nicht bei TikTok sein, ja, aber Jugendliche oder die, die in den 20er, 30ern sind, die finde ich dann schon eher bei TikTok. Also es ist ganz wichtig, dass ich auch die Interessen herausfinde. Aber auch wenn dieser Avatar der genialste Kunde ist, den man sich vorstellen kann, sollte ich gucken, will ich denn mit dem überhaupt arbeiten? Gibt es denn auch Menschen, mit denen ich die Zusammenarbeit ablehne? Oder gibt es Menschen, die haben ein Problem und da weiß ich jetzt schon, da kann ich am leichtesten und effektivsten helfen. Das habe ich schon 100.000 Mal gemacht. Das weiß ich, wie das funktioniert. Dann fang doch dort an und überleg dir nicht was Neues, wo du selbst noch dazulernen musst. Gucke nach der Branche, die du am besten verstehst. Wo fühlst du dich zu Hause? Und was ist energetisch wichtig für dich? Und die Werte sollten natürlich auch übereinstimmen. Sonst kannst du nicht harmonisch mit demjenigen arbeiten, wenn ihr im Widerstreit seid, wenn es Widerstände gibt, weil ihr euch nicht einig seid, weil ihr nicht auf derselben Wellenlänge schwimmt. Und wie kann ich das denn umsetzen? Ich arbeite sehr gerne mit Arbeitsblättern, um die Nische sehr gut und vor allem die Wunschkunden herauszuarbeiten. Hier mal ein kleiner Auszug. Also da wird geschaut. Ich möchte nicht arbeiten mit Menschen, die intolerant sind, die nicht tierlieb sind, nicht zahlungsfreudig sind, die stillos sind. Und diese Liste kann man dann erweitern, die mir unsympathisch sind, die ungeduldig sind, psychisch erkrankt sind. Ja, die müssen dann tatsächlich zum Therapeuten gehen, die sind bei mir nicht richtig. Und da kannst du mal gucken, ja, mit was möchte ich nicht mehr zu tun haben? In der Vergangenheit gab es ja vielleicht schon Menschen, wo du gesagt hast, never ever again, nicht wieder so einer. Ja, definier das ganz klar, damit du dann sofort die Alarmglocken schrillen hörst, wenn so jemand auf dich zukommt. Und dann kannst du auch energetisch schauen, ja, mit welchen Menschen möchte ich denn gerne zu tun haben? Mit toleranten Menschen, mit spirituell interessierten Menschen, mit Trendsettern, mit Freigeistern. Und das ist dann das, wo du sagst, ja, die möchte ich auch anziehen. Dazu kommt dann die gesamte Kommunikation. Die solltest du dann genau auf deine Nische abstimmen. Erstmal schauen wir, ja, wo passiert denn überhaupt Kommunikation? Das ist natürlich die Webseite, die Landingpage, deine Verkaufsseite, wo du klar machst, was du anbietest und für wen das gedacht ist. In Social Media, im Internet, überall sind Foren, sind Gruppen, sind Möglichkeiten, in Kontakt zu treten mit den Menschen, durch Posts, durch Werbung. Und da muss die Kommunikation stimmen. Es muss ganz klar sein, an wen du dich wendest, welches Problem du löst und wer sich von dir angesprochen werden soll. Die Business-Profile, Xing, LinkedIn, das muss auch genau auf deine Zielgruppe abgestimmt sein. Wenn du Veranstaltungen machst, Webinare abhältst, ist es ganz wichtig, im Ankündigungstext das alles schon herauszustellen.
In Flyern, Broschüren, Visitenkarten, die ganzen Printerzeugnisse. Natürlich sollte das alles wie aus einem Guss sein. Nicht vergessen bei den E-Mails die Signatur. Da kann man sehr viel reinpacken. Und natürlich gibt es auch immer noch das Telefon und der persönliche Kontakt. Da braucht es genauso diese Gewissheit, diese Klarheit, mit wem habe ich es da zu tun? Welche Worte wähle ich am besten? Wie drücke ich mich aus? Was spreche ich an, was eher nicht? Worauf gehe ich ein? Und wie hole ich denjenigen ab? Da gibt es noch sehr viel mehr Möglichkeiten, sich sichtbar zu machen. Und all das sollte natürlich auf die Zielgruppe, auf das Problem abgestimmt sein. Um dir das zu vereinfachen, kannst du mal schauen, was interessiert deine Interessenten wirklich und darauf die Antworten liefern. Beantworte diese Fragen auf der Webseite, im Social Media, überall. Bin ich hier richtig? Wenn derjenige auf die Webseite kommt, auf der Startseite, muss ganz klar sein, bin ich die Zielgruppe, um die es hier geht? Und wenn das nicht sofort klar ist, kann es dir dann auch passieren, dass jemand eigentlich richtig wäre, aber gleich weiterklickt, weil er sich nicht abgeholt fühlt. Er braucht eine Antwort auf die Frage, wird hier mein Problem gelöst, das ich habe? Kann ich dem Anbieter vertrauen? Das erreichst du, indem du dich als Experte positionierst. Und was soll ich tun, wenn ich mehr wissen will? Da ist dann die Handlungsaufforderung, der Call to Action. Ja, ruf mich an, lade was runter, trage dich ein zum Newsletter, melde dich an zum Webinar, zur Veranstaltung. Der muss dann ganz genau wissen, wie es weitergeht. Ja, und wenn du deine Nische kennst, dann kannst du auch ganz mühelos darauf antworten und das überall zeigen, wenn du kommunizierst. Wenn du für dich auch schon diese Fragen beantworten kannst, dann entsteht eine Klarheit, die dafür sorgt, dass du auch Empfehlungen bekommst. Ja, weil alle wissen, was genau du anbietest und hier deine Stärken und deine Kompetenzen liegen. Da bist du dann der Experte, die Expertin. Das schafft Vertrauen. Viel mehr, als wenn sich jemand für alles zuständig fühlt und mit seinem Bauchladen unterwegs ist. Hier habe ich mal aufgezeigt, wie ich vorgehe, wie ich arbeite. Wir gehen hier in Stufen quasi vor. Denn die Nische, die ist erstmal nur ein Baustein, ein Teil des großen Ganzen, des Prozesses. Und dann wird daraus natürlich das Angebot auch kreiert. Daraus wird dann mein Pitch herausgearbeitet, meine Botschaft, ja, mit dem du dann auch unterwegs bist. Bei Business-Treffen, auf der Webseite, überall ist in der Kommunikation klar, was du für wen anbietest, auch in welcher Zeit und mit welchem Angebot. Dann kommt die Vorqualifizierung, das heißt, überall hinterlegst du kleine Krümel. Und dann kommen nur die auf dich zu, die diese Krümel aufgelesen haben und sagen, oh, das ist genau das, was ich mir so vorgestellt habe. Kann ich denn dazu mehr wissen? Das heißt, du legst diese Krümel aus und befasst dich gar nicht mit den Menschen, die dich noch gar nicht auf dem Schirm haben, sondern nur mit denen, die tatsächlich dann auch was von dir wollen. Das ist diese Sogwirkung. Und zum Schluss generierst du eben aus diesen Menschen, die die Krümel aufgelesen haben, deine Kunden. Aber das alles ist eben noch nicht ganz komplett. Da ganz unten gibt's noch eine Stufe. Bei mir geht eben nichts ohne das entsprechende Mindset. Und wenn wir das Mindset weglassen, dann haben wir einen möglichen Erfolg bei 80%.
Bei 20% sind wir, wenn wir die oberen zwei weglassen, die Vorqualifizierung, ja, dann gelingt uns auch die Kundengewinnung nicht so gut. Die meisten haben das schon irgendwie raus. Die Nische, das Angebot, die Botschaft, mit der ich rausgehe, das haben die meisten. Sie kümmern sich aber dann nicht um die Vorqualifizierung. Und erst wenn ich das habe, komme ich auf 80%. 100% erreiche ich aber erst, wenn ich das Mindset dazu nehme. Das macht dann meine Frauen zu Easy Business Ladies, denn die haben es kapiert. Ja, wenn das Mindset nicht stimmt, dann wirst du gar nicht oder nur mit großen Schwierigkeiten am Ziel ankommen. In diesem Video haben wir jetzt in diesen Baustein hineingezoomt, in die Nische, in die Zielgruppe. Aber das ist ja eben, wie gesagt, nur ein Baustein vieler unterschiedlicher Prozesse, die ineinander passen müssen. Wir brauchen auch noch die Landingpage, die Verkaufsseite, das muss stimmen, die E-Mails müssen passen. Wir machen Videoaufzeichnungen, Webinare, Vorankündigungen. Das alles muss zusammenpassen, ja. Und hier kann ich als Expertin und Webinaris-Business-Partnerin helfen, genau deine Prozesse auch aufzusetzen. Und vielleicht erinnerst du dich, ganz am Anfang habe ich dir meine Zielgruppe verraten. Als Mindset-Coachin und Business-Mentorin unterstütze ich Einzelunternehmerinnen im Haupt- und Nebenberuf darin, sich zu positionieren und Blockaden hinter sich zu lassen, damit sie erfolgreich ihre Berufung zu einem tragenden und erfolgreichen Business ausbauen können. Und so solltest du das auch parat haben und immer wieder im Schlaf schon aufsagen können, damit, wenn dich jemand fragt, was machst du, eine ganz glasklare Antwort liefern kannst. Als Webmasterin kann ich natürlich auch Webseiten erstellen, Landingpages und so kommt alles aus einem professionellen Guss. Dann sage ich an dieser Stelle mal herzlichen Dank fürs Dabeisein, dass du bis zum Schluss dieses Video angeschaut hast. Ich hoffe, ich konnte dir ein wenig dabei helfen, Klarheit darüber zu gewinnen, wie du deine Nische und die entsprechende Zielgruppe finden kannst. Denn umso klarer du bist, desto mehr werden deine Texte auch deine Interessanten erreichen können, sie in dein Webinar locken können. Wenn du schon ein Webinar hast, dann frag dich doch mal, für wen hast du denn dein Webinar konzipiert? Ist das denn schon klar, wen du ansprechen möchtest? Ja, wenn du da noch Unterstützung brauchst und deine Prozesse so aufbauen willst, dass sie viele Teilnehmer in dein Webinar spülen, dann melde dich doch gerne bei mir. Hier siehst du die www-Adresse katrinriediger.de und mich findest du natürlich auch bei Xing, auf Instagram, Facebook und bei YouTube. Ich freue mich darauf, dich persönlich kennenzulernen. Bis bald!